Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir haben von Urak die Quest bekommen, mit Tolfdir zu sprechen, oder die Aufgabe bekommen, besser gesagt, um Tolfdir vom Buch Die Nacht der Tränen zu berichten. Das werden wir gleich als nächstes Mal machen. Bis zum nächsten Mal. Da hinten ist er schon. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Urak meinte, ich solle zu euch gehen. Ach, hat er das? Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ich habe das Buch Die Nacht der Tränen gefunden. Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben? Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Eileiden, Dwemer, Daedra. Nicht einmal Falmer. Nichts passt dazu. Wirklich interessant. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren? Dieses fantastische Objekt. Es strahlt förmlich Magiker aus. Aha. Doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Aren ist bereits in die Arbeit vertieft. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Ich störe nur ungern, aber ich muss sofort mit euren Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Eben. Spacko. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Genau, ungehobelter Spacko. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Ich verstehe nicht, was los ist. Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sijik-Ordens zu sein. Oh. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Seid ihr nicht nur ein Berater hier? Eigentlich schon. Aber ich bin dem Altmeribund immer noch verpflichtet und kann diese Situation nicht ignorieren. Der Typ geht mir auf den Keine Senkel. Sorge, ihr könnt zu euren kleinen Streitereien und bedeutungslosen Forschungsarbeiten zurückkehren, sobald diese Angelegenheit erledigt ist. Alles klar. Dann mal los. Dieser Typ, ne? Ey, ich kann den nicht auf den Tod nicht ab. So ein Schmierlappen ist das. So ein richtiger Schmierlappen hier kommen. Lass mich da durch. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Ja, dann... Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Ja, ich entferne dich gleich. Hallo. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Was ist los? Was ist mit allen passiert? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ach so, er hat wieder alles andere angehalten. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt... Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss.
es gefährlich ist, warum ändert ihr nichts daran? Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Ah ja. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Was genau ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Ich helfe euch, aber ich weiß nicht, was zu tun ist. Leider ist uns die Zukunft ebenso verborgen wie euch. Die überwältigende Macht des Auges macht es uns schwer, sie zu sehen. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Wo finde ich diesen Auguren? Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ah ja. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Tut mir leid. Wolltet ihr etwas sagen? So. Das wäre gestohlen. Okay. Dann finde den Auguren von Dunlein. Ja. Wo könnte der sein? Der soll hier irgendwo sein. Hier, tschüss. Ich nehme mal an. Die Verzauberung. Dass er sich unterhalb. Die hiesigen Nord können uns vielleicht nicht leiden. Aber es scheint unterhalb von dass wir ihnen zu der Akademie befindet. In der Müllgrube oder so. Ich habe da damals Ewigkeiten dran gesucht. Ich meine, der ist hier unten. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich meine aber, dass der hier unten ist. Komm jetzt hier hin. Ach, Menno. Wo ist er denn? Riesendolch der Schwächung. Wie gesagt, hier unten kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber hier irgendwo muss es hergehen. Oh. Das hier sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Opferstock. Kann ich den da reinlegen? Keine Ahnung. Feuersalze, Rubin. Schön. Vielleicht doch nicht richtig. Oder noch nicht richtig. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ansonsten wäre das echt vertane Zeit. Aber ich meine, hier an der richtigen Stelle zu sein.
hingeflogen. Kann doch nicht. Da ist er. Zum Sagen, er kann ja nicht weg sein. So. Der hat nämlich Pfeile dabei und wir haben wieder über 1000 alte neue Pfeile. Aber ganz richtig war es ja auch nicht. Untere Müllgrube. Oi, oi, oi. Sind wir hier richtig? Es sagt dir. Er sagte, es muss irgendwo hier in der Akademie sein. Wo genau hat er jetzt nicht gesagt, aber das ist jetzt der einzige Ort, den ich jetzt so kenne, mir vorstellen könnte. Gut, bin ich noch nicht gewesen, da muss das sein. Schleichen. Verbessert. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich hätte nicht hier runterspringen sollen. Och. Wirklich. Ich brauche wieder meinen Vulkanglasbogen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Hier gehe ich eher wieder nach oben. Ich dachte eigentlich, ich müsste nach oben. Nach unten. Entschuldigung. Wo sind hier hingeraten? Zeigefinger. Hinter der Tür steht ein Skelett. Nein. Noch ein Skelett. Oh. Ich hab mich entdeckt. Skelett. Hier sind ein paar Skelette. Naja. Jetzt hier. Hier wieder bei der Brücke. Niemand wird euch hier helfen. Schreibt mich doch nicht so. Nicht? Echt nicht? Es liegt kein Trost im Wissen über das, was kommen wird. Aha. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Jetzt kann ich hier durchkommen. Ihr seid also der Augur von Dunlein? Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Ich sollte zu euch kommen, oder? Nee, und was suche ich? Ihr sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Wissen. Ihr werdet Folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn. Den Schutz im Wissen. Ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor suchte dasselbe, und es wird sein Ende bedeuten, wie es bei so vielen der Fall war. Talmor? Welcher Talmor? Oder welche Talmor? Der, der auf den Namen Ankano hört. Aha. Er suchte Informationen über das Auge,
Doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen. Doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Was brauche ich? Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Okay, melde dich bei Savus Aaron. Das krieg ich hin. Dann wollen wir mal wieder zurückkehren. Da war ich, lag ich doch ganz richtig, dass hier unten diese Persönlichkeit ist, mit der ich sprechen sollte. Wenn ich jetzt den Namen wieder vergessen habe, den Auguren von Dunlein oder so. Ich glaube, das war richtig. Das mit dem Opferstock da unten habe ich noch nicht ganz so verstanden. Aber das muss ich vielleicht auch gar nicht verstehen. Da lang, ne? Ja. Ja, perfekt. So. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ein Mönch aus dem Tzidzik-Orden. Hier nach all den Jahren. Und dann verschwindet er einfach wieder. Ich hoffe, wir haben ihn nicht irgendwie beleidigt. Was wollte der Tzidzik? Hat er nicht gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. Hä? Weiß ich gar nicht warum. Ah, ich habe aber wichtige Informationen für euch. Ja? Und die wären? Wir müssen den Stab des Magnus finden. Bitte was? Nun, ich hätte liebend gern solch einen mächtigen Stab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Er hat mit der Kugel zu tun, die wir gefunden haben. Und woher wisst ihr das? Ich habe mit dem Auguren von Dunlein gesprochen. Wirklich? Und er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Was soll ich als nächstes tun? Eine sehr beeindruckende Einstellung. Weiter so. Dann wird alles gut für euch laufen. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Magier-Diadem. Wollen wir uns das doch mal angucken. Steigert die Magiker um 70. Ja gut, das bringt uns im Moment. Ich hoffe, Mirabelle kann helfen, den Stab zu finden. Ja, hoffen wir es mal, ne? Nee. Enthüllung des Ungesehenen. Wo befindet sie sich? Hoffentlich hier draußen einfach. Ja, doch, natürlich. Drüben drinne. Und dich würde ich mal ganz gerne hier. Und gerade noch eine reingehauen. So, wie gehe ich denn da? Gehe ich nach oben. Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles an Ja, ist okay, aber wisst ihr was über den Stab des Magnus? Nun, das ist eine merkwürdige Frage. Ja.
Warum in aller Welt wollt ihr das wissen? Erzmagier Aran hat gesagt, dass ihr es kürzlich erwähnt hättet. Ich verstehe. Nun ja, das habe ich wohl erwähnt. Aber ich weiß nicht genau, was ich euch seiner Meinung nach nun sagen soll. Ich habe ihn erst vor einigen Monaten darauf hingewiesen, als die Synode hier auftauchte und danach suchte. Offenbar dachten sie, wir hätten es hier irgendwo in einem Schrank. Was ist die Synode? Magier, die ihren Hauptsitz in Cyrodiil haben. Oh. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Also weiß niemand, wo der Stab sich gerade befindet? Das weiß niemand hier. Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo im Himmelsrand sein müsse. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Sulft, aber mehr weiß ich nicht mehr. Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Wenn ihr unbedingt nach dem Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch im Sulft. Erwartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Na gut, finde die Ruinen von Sulft. Jetzt geh ich hin. Sulft, okay. Da bin ich doch schon mal gewesen. Sag ich doch. Da habe ich nämlich, glaube ich, einen Teil von diesem Ethereum-Schmieden-Ding her gehabt, hier aus dem Teil. Falls mich nicht alles täuscht. Und jetzt muss ich in das Hauptding da rein. Mir scheint, okay. Sulft. Erstmal. Eine Sache muss ich vorher nachgucken. Ja, gut, das geht. Kristall. Verschwunden. Findet Paratus in Ukola. Oh, der ist jetzt tot. Will ich durchsuchen. Schlüssel. Forschungsprotokoll. Ist aber irgendwas Gescheites drin? Forschungsprotokoll. Da. Scheinbar nicht. Okay. Warum liegt der hier halb tot? Okay, komm. Auf geht's. Auf jeden Fall eine Dwemer-Ruine. Gespannt, mit was für Gegnern ich es hier zu tun bekomme. Ach komm, blaue Magierrobe, warum nicht? Ist ein bisschen was wert und bietet nur eins. Lass mal stecken, Kackviech. Das hier ist doch eine Truhe, die leer ist. Natürlich. Was erwarte ich eigentlich? Seelenstein, Silbererz. Zwergenöl. Warum nicht? So. Da ist wieder so ein Spinni. Gehen wir nach da. Da gehen wir beide nach da. Boah, das war schon ein bisschen lucky. So, der hier. Ja. Da geht's weiter, bin ich mir ziemlich sicher. Hier könnte es rein theoretisch auch weitergehen. Geht's aber nicht. Aber hier ist Mondsteinerz, Mondsteinerz,
was ich abbauen werde. Leute, ihr kennt das ja. Ein bisschen Erz muss ich immer mitnehmen. Und gerade wenn es jetzt hier sowas ist, Mondsteinerz, das findest du auch nicht überall. Da muss man das schon mal mitnehmen. Und jetzt ist leer. Sag ich doch. Aber hier unten gibt es sonst nichts, also das Erz. Aber das hat ja auch schon gut gereicht. Das war ja schon mal okay. Gibt es hier hinter noch irgendwas? Ne, hier kam nur die eine Spinne her. Okay. Hier oben irgendwas. Spannend. Warum? Ich meine, oben nicht ausgerüstet. Also nicht draußen. Anfängerfehler. Ey. Sägenöl mitnehmen. Gut, dass ich beide Pfeile wiedergefunden habe. Das kann hier Vor- oder Nachteil sein, dass die nicht stecken bleiben bei den Gegnern. Man muss halt entweder genau darauf achten, wo sie hinfliegen, oder man muss suchen. Aber man hat halt den Vorteil, dass man halt wirklich alle alle Pfeile, die man verschossen hat, um Gegner zu töten, wiederfinden kann. Außer man hat jetzt Fall mehr als Gegner, da ist es dann ein bisschen schwieriger. Weil bei Fallmähern bleiben die Pfeile ja stecken, da springen sie ja nicht ab. Da muss man halt ein bisschen Glück haben dabei. Aber ja, ist jetzt okay. Ich mag es trotzdem lieber, die ganz normalen Gegner. Zum Beispiel den da. Oh, der geht nicht mit einem Schuss drauf. Aber mit dem zweiten. Sehr interessanter Ort. Weizen. Noch mehr Weizen. Weizen. Fass mit Salz. Oh, noch ein Wissenschaftler. Der Sinude. Und noch ein Wissenschaftler, der Sinude. Krankenmischer. Oh, Falkenschnabel. Sehr schön. Ist noch ein Tornister. Aber nix. Sondern die Spannende ist außer das eine Kette mit Rubin, die war halt einiges wert. Alles klar. Ist klar. Oh. Da ist ja was. Zwei Stück. Wo ist der andere? Ja. Aber voll durch den Panzer durch. Erschieße ich sie hier. Ich habe noch ganz, ich habe ganz genau 1000 alte Nordpfeile. Das ist ja sehr schön. Was sollte ich sagen? Na, hier schießt sie im Moment auch nur. Gut, ansonsten würden sie mir wahrscheinlich auf den Senkel gehen. Aber auch um jetzt endlich 80 in der Schießkunst zu bekommen, damit ich hier das hier unten ausrüsten kann. So genial ist, noch mehr Schaden zu machen. Oder genial wäre. Oh. Ja, hier gibt es wieder Zwergenbolzen. Ah. One shot bist du. Und noch mehr Zwergenbolzen. Das muss ich aufschließen, das ist aber nicht das Thema. Und das ist sehr klar, dass man sowas hier öfter mal findet. Oh, das sind ja Truhen. Ein Amulett von Zenita. Halskette des festen Griffs.
einen vorhin mit einem Fall besiegt und den jetzt hier nicht. Bin mich schon so ein bisschen. Ja, einen habe ich jetzt verschossen, ohne dass ich ihn wiedergekriegt habe. Naja, das ist halt so. Weitergeht. Ich weiß nicht, wo der Pfeil hingeflogen ist. Ist mir gerade eigentlich auch relativ egal. So. Hier wird noch eine Truhe hinter sein. Ich glaube, ich habe die ja schon gesehen. Perfekt. Aber ansonsten nichts. Okay. Dann geht's wirklich oben weiter. Ups. So, genau hier. Wo sind die Gegner? Da hinten. Fährt ein Gegner rum. Na komm. Fahr da hin. Bleib da stehen. Und wird von mir eliminiert. Passiert nichts. Weil ich keine Druckschalter auslöse. Das ist echt ziemlich praktisch. Was gibt's hier unten? Da unten falle. Lassen wir mal. Wenn ich nach da unten gefallen wäre, wären glaube ich so ein paar. Oh. Fall mal. Wären glaube ich noch so ein paar von diesen. Wie heißen die? Wo ich die Zwergenbolzen von kriege? Sphären gekommen. Die hätten mich angegriffen. So, sind wir doch schon am Ort des Begehrens angelangt. Kesselhaus. Okay, aber hier machen wir in der nächsten Folge weiter, wenn wir versuchen, zum Okular vorzudringen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und am besten noch ein Abo, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!